sogenannter Lichtmeister. Sinn und Ziel seines Lebens ist es, die Welt zu verbessern. Er sucht darin Erfüllung, aber stattdessen findet er beinahe den Tod. Herzlich willkommen bei Hof mit Himmel. Stellen Sie sich vor, Sie führen ein ganz normales Leben und dann kommt jemand und sagt zu Ihnen, Sie sind dazu berufen, die Welt zu verbessern. Genau das ist Eckhart Hase passiert. Eigentlich ist er ein rational denkender Mensch, liebt Sachlichkeit und Logik. Aber das, was er da eines Tages zu hören bekommt, das glaubt er nur zu gerne. Tag ein, Tag aus, immer dasselbe. Eckhart Hase steht auf, geht zur Arbeit, kommt 9 Stunden später wieder nach Hause. Dann vielleicht noch ein bisschen Fernsehen, das war's. Sein Leben verläuft eintönig, unauffällig, belanglos. Das ändert sich, als er Nicole kennenlernt. Sie ist auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Das inspiriert ihn. Gibt es auch für ihn noch einen tieferen Zweck seines Daseins, eine besondere Berufung, von der er noch nichts weiß? Um das herauszufinden, besucht er ein Esoterik-Seminar. Plötzlich steht seine sonst so aufgeräumte Welt Kopf. Durch seine Arme fließt tatsächlich eine fremde Energie. Früher hat er nur geglaubt, was logisch erklärbar ist. Jetzt weiß er, es gibt eine unsichtbare Wirklichkeit. Überall spürt er Schwingungen. Er glaubt sogar, sich nur von Licht ernähren zu können. Schließlich teilt ihm eine Frau, die sich als Medium ausgibt, seine scheinbar wahre Bestimmung mit. Er soll ein vom Himmel herabgestiegener Lichtmeister sein, berufen, die geistliche Weiterentwicklung der Menschen voranzutreiben und das mittels sogenannter Lichtarbeit. Auf einmal geht es in seinem Leben hoch hinaus. Vorbei die alltäglichen Nichtigkeiten. Jetzt ist die Zeit der Taten. Eckhart Hase hält eine Konferenz ab, zu der über 400 Menschen kommen, den sogenannten Lichtkongress in Berlin. Außerdem macht er Radio- und Fernsehsendungen, um seine Theorien noch schneller zu verbreiten. Die Welt muss wissen, was er weiß, er, der Lichtmeister, Teil einer Elite, die die Welt verbessern will. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Eckhart Hase. Was Hallo. Geht in Ihnen vor, wenn Sie diesen Beitrag sehen? Ja, ich musste zugeben, dass ich da ein paar Mal jetzt doch lachen musste, weil das ist zwar wirklich ein ernstes Thema, aber wenn ich mich so sehe, also ich erkenne mich ja selber kaum wieder. Also mein Leben hat sich ja wirklich radikal verändert gegenüber dem, was damals passiert ist. Aber es ist schon krasser, also es ist echt der Hammer, wirklich. Wir reden da gleich noch mehr drüber. Jetzt möchte ich erst mal wissen, was Sie da gemacht haben. Lichtmeister, was ist das? Was haben Sie gemacht? Ja, also Licht, damit wird in der Esoterik so eine Form von Energie bezeichnet, für unsere Augen unsichtbare Energie, eben genannt Licht, weil man sie sich so vorstellt als helles, gleißendes Licht, das, wie wir glaubten, so in einer Quelle zur Verfügung steht und mit dem man auch arbeiten kann. Deswegen auch der Name Lichtarbeit. Und mit diesem Licht wollte auch ich arbeiten, dachte, dass ich damit, wie man im Beitrag gesehen hat, irgendwo die Welt verbessern kann, die Menschen, dass man dieses Licht einfach verwenden kann. Und warum Lichtmeister? Was war da jetzt das Besondere? Ja, das war also diese vorgebliche Berufung, die mir dann zuteil wurde, dass man mir, wie auch skizziert bei diesem Medium, sagte, dass ich eben auserwählt sei, so ein hinabgestiegener Meister oder Lichtmeister zu sein, der also eine uralte Seele, der dazu prädestiniert ist, gerade mit diesem Licht zu arbeiten und auch gerade jüngere Seelen darin zu unterweisen, wie man das nun genau macht, ne? Sie zu lehren. Ja, in dem Beitrag wurde erwähnt, dass Sie an so einem Esoterik-Seminar teilgenommen haben. Sie sind aber eigentlich von Hause aus eher so ein rationaler Mensch, der eigentlich so alles auch erklären will. Wie kommt das, dass Sie zu so einem Seminar überhaupt gegangen sind? Ja, also da wundere ich mich heute noch, ehrlich. Also wie das passiert ist, ich habe halt damals auch eine Freundin kennengelernt, die in dem Bereich sehr aktiv war. Irgendwann hat sich das ergeben, dass ich dann auch mal mit auf diese Kurse ging, so wie sie. Und eines Tages war halt auch einer dieser Kurse, wo ich mit dabei war. Und da ging es eben um gerade diese Energie. Was ist da passiert bei diesem Seminar?
Ja, wir mussten uns also ganz konkret dort eben in einer Reihe in Stühlen hinsetzen und sollten dann, wie für Esoteriker üblich, in dieser Haltung dann diese Energie empfangen. Ja, das war so in dem Fall eine Art Heilenergie. Und ich staunte nicht schlecht, als ich merkte, dass da tatsächlich etwas in den Handflächen kribbelte, also da wirklich so eine Art Energie tatsächlich existiert. Mhm. Ich habe das vorher nicht für möglich gehalten. In dem Moment war mir klar, es gibt sie. Und das hat wohl bei mir, das war wohl so ein Auslöser, so ein Schlüsselerlebnis, das mich dann immer weiter in die Esoterik getrieben hat. Mhm. Bis dahin, dass Sie dann zu einem Medium gegangen sind, erklären Sie uns mal ganz kurz, was ich mir unter so einem Medium vorstellen kann. Ja, ein Medium, das ist, würde ich sagen, ein Vermittler oder eine Vermittlerin, die eben Botschaften aus der sogenannten geistigen Welt zu uns in diese physische, materielle Welt, wie wir sie kennen, transportiert, die eben Durchsagen von sogenannten Geistwesen empfängt, die eben medial veranlagt ist, die diese Botschaften empfangen kann, mhm, und sie dann ausspricht und hier in diese Welt transportiert. Das ist ein Medium. Und diese Frau, dieses Medium, hat Ihnen gesagt, Sie sind gekommen, um diese Welt zu verändern, um was zu machen. Erzählen Sie mal, was ging in Ihnen vor, als die Ihnen das gesagt hat? Ja, also das war an dem Tag, wo ich dort war, wie ein Lottogewinn. Also ich ging dort als normaler Mensch zu diesem Medium hinein, zwar schon ein bisschen esoterisch vorgebildet, aber es war noch relativ am Anfang. Ja, und aus der Wohnung heraus kam ich dann als hinabgestiegener Meister. Also diese Frau hat tatsächlich dann, man nennt das ja Channeln, also mir eine Durchsage gegeben von einem Geistwesen, wie sie es nannte, namens Metatron, was angeblich ein sehr hohes Geistwesen ist, was zu Rechten Gottes sitze. Und dieses Wesen hat diese Frau gechannelt. Also von diesem Wesen hat sie mir... Was heißt gechannelt? Channel heißt eben, das ist eine Durchsage von, mhm, der geistigen unserer Welt. Sie hat also, mhm, quasi nur sich als Medium zur Verfügung gestellt. Als Sprachrohr. Der, als Sprachrohr, mhm, genau. Und die wahre Aussage kam von diesem Metatron. Mhm. Ja, was Metatron mir da gesagt hat, das war natürlich, hat mich echt umgehauen. Er hat mir eben gesagt, ich sei diese auserwählte uralte Seele, berufen dazu zum Lichtarbeiter, um hier jüngere Seelen auch zu unterstützen beim Aufstieg der Erde in die fünfte Dimension, mhm, also in eine höhere Bewusstseinsstufe. Und es wäre von Urzeiten her geplant gewesen, dass ich eben an diesem Tag dort erscheine und er mir diese Berufung mitteilt. Mhm. Und wie hat sich dann von dem Moment, wo Sie da aus dieser Praxis, aus, von diesem Medium kamen, was hat sich dann für Sie verändert in Ihrem Leben? Na, ich war natürlich erstmal begeistert. Das ist klar, also mein Ego war extrem geschmeichelt. Ich wollte, mhm, da sehr wichtig sein zu dieser Zeit, mhm, damals. Und plötzlich wurde ich es, also das ist fast wie wenn man irgendwo im Urwald plötzlich zu einem König von irgendeinem Stamm gewählt wird, von einem Moment auf den anderen. Mhm. Und ich wollte natürlich dieser Berufung nachgehen. Also ich fühlte mich extrem wichtig, auserwählt, einer Elite angehörig und wollte natürlich dann auch meinen sogenannten Job antreten. Im Dienste des Lichts. Ja, und wie haben Sie das gemacht? Naja, ich habe sehr viel dann eben Lichtarbeit betrieben. Das macht man so, indem man sich dieses Licht visualisiert beispielsweise. Also es sich im Geiste vorstellt und dann zum Beispiel an andere Menschen schickt, um sie zu heilen oder auch auf eine höhere Bewusstseinsebene zu führen. Mhm. Oder wir saßen oft im Kreis, haben dieses Licht eben reihum geschickt. Mhm. Wie gesagt, alles im geistigen Bereich. Wir haben es an Menschen geschickt. Später als ich noch tiefer in die Materie steckte, habe ich sogar einen Kongress, das klang, mhm, vorhin kurz an, organisiert für Lichtarbeiter. Mhm. Also ich bin schon ganz schön tief in diese Materie reingekommen. Haben Sie denn normal weitergearbeitet oder lief das irgendwie so nebenher? Ja, zuerst schon. Ich, mhm, habe meinen ganz normalen Job weitergemacht, mhm, ganz materialistisch im EDV-Bereich. Mhm. Später aber habe ich dann diesen Job dann auch verloren. Das, mhm, hing indirekt durchaus auch damit zusammen. Und ich wollte mich durchaus hauptsächlich dieser geistigen Arbeit als Lichtarbeiter widmen dann. Mhm. Eckhart Haase ist also davon überzeugt, als Lichtmeister die Welt verändern zu können. Dafür setzt er sich ein und das ist wirklich sein hochgestecktes Ziel. Eckhart Haase bleibt seiner Berufung treu und macht unbeirrt weiter. Doch dann stagniert der Prozess. Trotz seiner spirituellen Anstrengungen verändert sich nämlich nichts. Weder in der Welt noch in seinem persönlichen Leben. Die Sinnfragen bleiben offen. Enttäuschung und Resignation machen sich breit. Dann kommt es Schlag auf Schlag. Seine Freundin bricht die Beziehung ab. Dann wird Eckhart Haase auch noch arbeitslos. Nun fühlt er sich vollkommen nutzlos. Er zieht sich zurück, will mit niemandem mehr etwas zu tun haben. Eines Abends schluckt er esoterische Drogen und löst damit einen Albtraum aus. Wie in einem Sog wird Eckhart Haase in die Tiefe gezogen.
Schließlich glaubt er, die Hölle zu sehen und denkt, jetzt muss ich sterben. Das sind ja ziemlich diffuse Bilder, die wir da gerade gesehen haben. Erzählen Sie mal, was haben Sie bei diesem Horrortrip erlebt? Was war da? Ja, also diese ganze Lichtarbeit, die ich ja gemacht habe, die hat zu nichts geführt. Also die ganzen Sinnfragen, die ich auch dachte, dadurch lösen zu können, die ganze Weltverbesserung ist vollkommen in die Hose gegangen. Also es hat sich gar nichts verändert. Mhm. Im Gegenteil, ist alles noch schlechter geworden. Mir selber ging es schlechter, Depressionen gesellten sich dazu, Selbstmordgedanken und so weiter. Es machte einfach keinen Sinn mehr. Es war so ein innerer Widerspruch, der mich dann fast zerrissen hätte. Und dann, das klang ja an, habe ich dann doch einmal versucht, mich völlig abzukapseln von der Umwelt. Habe, wie gesagt, mich abgeschottet in der eigenen Wohnung und wollte dann erstmal von meiner Umgebung nichts mehr wissen. Trotzdem blieb ich komischerweise Anhänger dieser Lichtarbeit. Das ist das Eigenartige. Man erkennt zwar, es führt ins Nichts, es ist ein Widerspruch in sich, aber trotzdem glaubt man doch noch an die Sachen. Man versucht, irgendwelche Erklärungen zu finden. Aber Sie haben ja dann diese Droge genommen und waren dann auf einem völlig verwirrten Trip. Diese Bilder haben das ja so angedeutet. Was haben Sie da erlebt? Also da kam ja auch drin vor, Sie hatten Angst zu sterben. Warum haben Sie Angst zu sterben? Ja, ich wollte mir noch eine Chance geben. Ich habe diese pflanzlichen Substanzen einmal genommen, die auch schamanische Priester nehmen, und dachte, okay, das will ich noch einmal wagen. Das hat dann wirklich fast in die Katastrophe geführt, weil das auch dazu geführt hat, dass mir diese innere Zerrissenheit spiegelbildlich vollkommen bewusst wurde in dem Moment. Also dieser ganze Schlamm, diese Sünden auch, dieser okkulte Morass, das schlug plötzlich brachial alles in mir ein, in einem Moment, diese ganzen Selbstmordgedanken, die Depressionen. Es war sozusagen der ganze blanke Horror in einem Punkt konzentriert. In wenigen Stunden spielte sich das ab. Mhm. Ja, und das hat natürlich dazu geführt, dass ich dachte, okay, jetzt muss ich sterben. Mhm. Das dachte ich wirklich. Also es war dann so schlimm. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist ja, Sie waren ja erfolgreich als Lichtmeister in Ihren esoterischen Kreisen. Wieso kamen Sie denn dann trotzdem in so eine Depression, in diese Auswegslosigkeit? Ja, ich war erfolgreich, ich habe einen sehr erfolgreichen Kongress initiiert, diesen Lichtkongress mit einigen hundert Teilnehmern. Wurde anerkannt, war auch relativ bekannt in dieser Szene. Aber das waren eben diese reinen Äußerlichkeiten. Das ist eben das, was in der Esoterik so oft passiert, diese ganze Effekthascherei. Nach außen hin klappt alles oder scheint alles zu klappen, aber nach innen wird man immer depressiver, immer leerer. Es wird immer alles dunkler und schlimmer. Mhm. Und das verkraftet man auf Dauer nicht als Mensch. Also irgendwann kommt dann ein Punkt, wie das, was mir dann passiert ist, wo du denkst, also jetzt geht's vor die Hunde. Ja. Eckhard Haase weiß also nicht weiter und nimmt Drogen. Sie haben es gehört, aber dieser Horrortrip, den er da erlebt hat, endete nicht mit dem Tod, sonst wäre er heute nicht hier, sondern mit einer wirklich ganz erstaunlichen Begegnung. Am nächsten Tag findet er sich im Stadtpark wieder. Er ist überzeugt davon, dass es Gott war, der ihn vor dem Tod bewahrt hat. Wieder zu Hause entdeckt er ein längst vergessenes Buch. Darin heißt es, dass Jesus Christus das wahre Licht der Welt sei. In der Bibel forscht er nach, was es damit auf sich hat. Er liest von Jesus Christus als dem Sohn Gottes und vom Teufel, seinem Widersacher. Und dass der, auch Satan genannt, sich als Engel tarnt. Als eine Lichtgestalt, von der niemand etwas Böses denken würde. Ein perfektes Täuschungsmanöver. Das war ja jetzt ziemlich viele Stichpunkte. Engel, Satan, Gott, Täuschungsmanöver. Erklären Sie mal, was haben Sie denn damals erkannt? Ja, als ich noch in der Esoterik war. Nee, ich meine jetzt, nachdem Sie dann auf dieser Parkbank wieder aufgewacht waren und dieses wirklich besondere Erlebnis hatte, was wurde Ihnen dann nach und nach klar? Ja, mir wurde eben klar, dass es ein Täuschungsmanöver wurde, dass ich die ganze Zeit belogen wurde, dass ich mich auch selber belogen habe, andere belogen habe, dass dieser ganze Weg in den Untergang führt, dass es ein Lügengerüst von vorne bis hinten ist, dass einfach nichts daran stimmt. Wo haben Sie denn die Infos überhaupt hergenommen? Warum wussten Sie das auf einmal? Naja, es ist so, auf dieser Bank, als ich dann plötzlich doch die Gegenwart des lebendigen Gottes verspürte. Wie haben Sie die gespürt, fragt man sich natürlich, ne? Ja, das war also, ich kann das heute fast noch, also ein echtes Wunder. Also ich war wirklich am tiefsten Punkt meines Lebens, eigentlich tiefer noch als tief, und dachte eigentlich, ich bin schon so gut wie tot.
Ja, und dann sitze ich dort und plötzlich überkommt mich ein unwahrscheinliches Gefühl von Gnade, von so einer richtigen väterlichen Gnade. Das war diese Gegenwart des lebendigen, persönlichen Gottes. Ich hatte ein ganz anderes Gottesbild, so ein unpersönlicher Gott, eine Energieform. Und plötzlich merke ich, da ist doch jemand, der wie ein Vater, der dich lieb hat, der merkt, was da gerade mit dir abgeht, der dich gerne retten möchte, der dir gnädig sein möchte. Ich konnte diese Gnade auch in dem Moment richtig mit Händen fassen fast. Das ist derselbe Horror, der vor sich abspielte, spielte sich nun ganz auf der anderen, auf der wahrhaftigen Ebene durch Gott ab. In dem Moment wusste ich, das ist tatsächlich Gott und es gibt ihn wirklich. Und das hat natürlich dann meinem Leben die entscheidende Trendwende gegeben, sonst säße ich jetzt heute nicht hier. Mhm. Sind dann nach Hause gegangen, haben wir in dem Beitrag gesehen, haben dann so ein Buch gefunden. Was stand denn da in diesem Buch drin, was Ihnen genau in diesem Moment so geholfen hat? Ja, war es also eine irre Geschichte. Dann tatsächlich das mit dem Buch, dass schon ein halbes Jahr in meiner Küche rumlag. An dem Tag öffnete ich es ja dann doch einmal und merkte, das ist ja der Hammer. Da berichtet ja eine Frau, der ging es auch so wie ich, die war auch in okkulten Dingen verstrickt. Und kam dann auch durch eine Gottesbegegnung zum Glauben an Jesus Christus. Und sie hat dann eben auch dort berichtet, wie sie es gemacht hat anlässlich ihrer Bekehrung. Bekehrung? Was bedeutet das? Ja, das war für mich natürlich in dem Moment erstmal die Rettung, ne? Rettung vor dem Tod. Ich meine Bekehrung, was meinen Sie damit? Sich für Jesus entscheiden? Ja, das ist einfach, ich würde mal sagen, so eine Art Machtwechsel. Ich habe ja davor, ohne es zu wissen, dem Teufel gedient, Satan persönlich. Und in dem Moment fand ein Herrschaftswechsel statt. Ich habe mich für Jesus Christus entschieden, dank seiner Gnade. Er hat sich von mir finden lassen. Ich habe Ja zu ihm gesagt, habe ihn erstmal meinen ganzen Morast, was alles passiert ist, erzählt, die ganzen Sünden, das war ja eine ganz schöne Liste. Und habe ihn eben um Vergebung gebeten und habe ihn dann als wahren Herrn meines Lebens angenommen. Und die Anleitung hatten Sie in einem Buch praktisch gefunden? Ja, das ist das verrückt. Also ich meine, ich hatte ja das Gotteserlebnis, aber das war ja noch nicht gleichbedeutend mit einer Bekehrung. Und ich wusste ja auch nicht, wie eine Bekehrung überhaupt geht. Ich hatte damit ja überhaupt nichts am Hut. Und deswegen war dieses Buch für mich so eine Art Kochrezept, so eine Bedienungsanleitung, wie man das überhaupt macht. Ja, also ja. Ich bewundere Gott dafür, dass er das alles schon vorhergesehen hat und in dem Moment das so gefügt hat, dass ich in diesem Buch das Rezept fand, wie man sein eigenes Leben doch noch retten kann. Können Sie mir das noch mal erklären, was Sie da gemacht haben? Also Sie haben dann Gott Ihre Schuld bekannt? Ja, und also ich habe das wirklich fast wortwörtlich nachgemacht. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, also ich habe es in dem Moment, aber es kam von der Seele wirklich, es war so richtig aufrichtig. Ich habe mich niedergekniet, habe dem Herrn die ganzen Sünden erzählt, was ich alles gemacht habe in der Esoterik, welche okkulten Dinge ich gemacht habe, wie ich Engel angebetet habe, Buddhas, hinduistische Götzenbilder hatte, mich mit Astrologie beschäftigt habe, Reiki, Qigong, Feng Shui, all diese okkulten Dinge, Yoga, was weiß ich, habe ihm wirklich mal alles erklärt. Und das, was so sonst noch da war, natürlich auch. Also es hat recht einige Minuten gedauert, habe ihn dann wirklich aufrichtig um Vergebung gebeten. Ich wusste aus dem Buch, dass Gott diese Vergebung jedem anbietet, der ihn darum bittet, der aufrichtig auch bereut und Buße tut. Ja, in dem Moment merkte ich auch, also da fällt mir ein Stein vom Herzen, eine Riesenlast, der hat mir vergeben und dann bat ich Jesus Christus eben, das Steuer in meinem Leben zu übernehmen und es fortan in seine Hände zu nehmen. Ja. Und was ist dann passiert? Wie hat sich Ihr Leben danach verändert? Radikal verändert. Also ich habe in derselben Nacht oder an dem Tag war das meine ganzen esoterischen Bücher genommen in den Müll, die ganzen CDs, Heilsteine, Accessoires, was man so hat, ja, so als Esoteriker. Vielleicht schauen ja einige zu, die wissen, also man ist schon ganz schön bestückt mit dem ganzen Zeug. Da gingen also einige hundert von, vielleicht sogar tausende von Euro den Bach runter, aber es war richtig, es war die richtige Entscheidung. Ja, und dann begann das Leben neu. Kurz eine Woche später fand ich durch eben so eine wundersame Begegnung eine christliche Gemeinde. Wie haben Sie die gefunden? Ja, ist auch wieder so eine verrückte Geschichte. Ich ging in Berlin am Leopoldplatz einfach so über die Straße, plötzlich, also an der Ampel, plötzlich kommt mir eine Frau entgegen und gibt mir einen Zettel in die Hand und sagt, das ist für Sie und geht weiter. Ich dachte, das ist die übliche Handywerbung in Berlin, wer da wohnt, kriegt das ständig, irgendwelche Werbung. Ich habe es dann doch mal an der Bürgersteig am anderen Ende durchgeschaut und sehe, ach, das ist ja eine Einladung von einer christlichen Gemeinde. Und die war auch noch am Leopoldplatz, gibt es die. Und die war auch schon am nächsten Tag, da war irgendein Gottesdienst mit einem Gastprediger. Ja, und da bin ich hingegangen. Und also irre, wie Gott manchmal wirkt. Also es ist echt wunderbar. Das heißt, dann haben Sie auch eine Gemeinschaft gefunden, wo Sie auch aufgefangen worden sind, wo Sie dann auch erzählen konnten über das, was Sie erlebt haben. Ja, ich habe die Geschichte erzählt, die waren auch alle wunderbar erfreut und erstaunt, wie irre manchmal Gott wirkt, also welche Wege er macht. Ne?
Und Sie haben auch angefangen, in der Bibel zu lesen. Ja, Gott sei Dank. Und da sind Ihnen dann Dinge klar geworden, von, mit denen Sie sich sonst beschäftigt hatten. Also Engel, Teufel, diese ganzen Stichworte, die auch in dem Beitrag gerade vorkamen. Was ist Ihnen absolut. Was ist Ihnen da klar geworden? Ja, also das ist wunderbar, dass die Bibel, dass das da eigentlich schon alles drinsteht. Mal ein ganz banales Beispiel. Ich dachte ja wirklich, ich würde auch mit dazu beitragen, die Welt zu verbessern, die Menschen zu verbessern. Komisch, im 2. Timotheusbrief las ich dann, die Welt wird eher noch schlechter, die Menschen werden liebloser, egoistischer, den Eltern ungehorsamer, geldgierig, egoistischer. Steht alles schon im Neuen Testament, also es hat sich alles wortwörtlich erfüllt. Diesen Vers hätte ich damals schon gerne gelesen, als ich noch dachte, ich könnte die Welt verbessern. Dann hätte ich vielleicht gemerkt, oh, Gott sieht die Dinge doch ein bisschen anders und es wird eher noch schlechter und die ganze Lichtarbeit bringt überhaupt nichts, im Gegenteil. Ja, und natürlich auch, dass der Teufel sich als Engel des Lichts verkleidet, das lesen wir ja im 2. Korintherbrief, das hätte ich damals auch schon gerne gewusst, dass tatsächlich dieses Licht, es geht ja hier um Lichtarbeit, Lichtenergie, dass das einfach eine Maskerade auch Satans ist, damit er eben nicht als der bedrohliche Dämonenfürst erscheint, der er ja in Wahrheit ist, das ist sein Trick. Wie schätzen Sie denn heute, wo Sie sich mit der Bibel beschäftigt haben, wie schätzen Sie da die Lichtbewegung ein? Wie sehen also Sie das? Ich muss erstmal natürlich Verständnis äußern. Ich war selber in der Szene drin. Ich kann es einfach so keinem verdenken, tatsächlich, wenn er auch irgendwie in diesen Sog gerät. Andererseits muss man absolut extrem davor warnen. Also ich hoffe, dass wir vielleicht da auch ein paar mit dieser Sendung erreichen, die in diesem Bereich noch drinnen sind. Man durchschaut es einfach nicht. Ich muss sagen, man muss sich das auch zugestehen. Viele möchten sich das nicht zugestehen, weil sie vielleicht sich ihrem Ego gekränkt fühlen, dass sie sich so dermaßen geirrt haben, dass sie so dermaßen dem Teufel auf den Leim gegangen sind. Aber es ist besser, sich das doch zuzugestehen, als wirklich wie ich fast bis in die Hölle zu fahren. Sie haben ja an höheres Wesen geglaubt irgendwie und haben auch gesagt, Sie haben Engel angebetet und so. Und was ist denn schlussendlich eigentlich der Unterschied dann zum christlichen Glauben? Ist das nicht wieder irgendwas, wo Sie drauf reinfallen, wenn man das so kritisch sehen würde? Ja, ist eine berechtigte Frage. Also ich fange vielleicht mal mit einer Gemeinsamkeit an. Das Licht, um das es da damals ging, das gibt es ja durchaus auch in der Bibel. Das sagt ja auch Jesus von sich. Ich bin das Licht dieser Welt. Das Licht des Lebens, das gibt es also auch schon dort. Aber da hören die Gemeinsamkeiten schon auf. Der Rest ist vollkommen das Gegenteil. Also davon, das führt eben mitnichten irgendwo hin. Also dieses Rettungsangebot, was Jesus uns gibt, dass es eben tatsächlich der einzige Weg ist zu ihm, das ist in der Esoterik ja völlig anders. Da wird einem ja gepredigt, alle Wege führen letztendlich zu Gott. Es wird alles gut und egal was du tust, ist also eine Erlösung brauchst du nicht. Wenn, dann kannst du dich selber erlösen. Und Gott sagt uns ganz klar, das ist eine Lüge, absolut eine Lüge. Es gibt diesen einen Weg über Jesus, über den Glauben und nur über diesen Weg kann ein Mensch letztendlich erlöst werden. Das ist, glaube ich, doch dieser Hauptunterschied. Jetzt, Sie sagen, Sie lesen in der Bibel und wissen auch ganz viel darüber. Wie erfahren Sie denn dann jetzt Gott, eben Jesus Christus, im Alltag? Jeden Tag. Also er ist wirklich dieser gute Hirte, wie er uns im Neuen Testament vorgestellt wird. Es ist ein liebender Vater, ein absolut fürsorglicher Gott. Es gibt also keinen besseren Vater als ihn. Also man merkt seine Güte, seine Wohltaten eigentlich jeden Tag. Also ich erlebe die dollsten Dinge mit ihm. Man merkt, es ist der lebendige Gott. Wie er mir dann wieder eine Arbeit beschafft hat, das reicht die Zeit gar nicht. Diese vielen Wunder, die plötzlich sich im Leben ereignen, wie der Sinn des Lebens wieder da ist, wie die Depressionen weggehen, wie man wieder fröhlich wird, trotz aller Schwierigkeiten, die es trotzdem noch gibt, wie alles doch irgendwo wieder bergauf geht und man diese Gewissheit hat, dass man ihm gehört, dass man ihm angehört. Das ist wunderschön. Sie sprachen gerade den Sinn des Lebens an. Das war ja auch das, was Sie gesucht haben, warum Sie eigentlich zur Esoterik gekommen sind, weil Sie gedacht haben, da muss ja noch mehr sein. Und warum sind Sie sich so sicher, dass Sie das jetzt bei Jesus Christus gefunden haben, diesen Sinn des Lebens? Ich war ja die ganze Zeit ein Suchender. Das sind ja im Grunde alle, die in der Esoterik sind, die suchen irgendwas. Nämlich Gott. Das ist irgendwo in den Menschen so hineingelegt worden, schon wohl diese Suche. Und in der Esoterik führt diese Suche bloß zu nichts. Und auch der Sinn des Lebens kann mitnichten dort beantwortet werden. Also meine Suche war halt in dem Moment zu Ende. Also wenn diese ganzen Fragen sich plötzlich beantworten, und in der Bibel steht ja auch alles drin, warum wir überhaupt hier sind, das wird ja alles sehr schön dort dargelegt, dann in dem Moment wusste ich natürlich, okay, das ist der Sinn meines Lebens. Erstmal diese Kluft, die da zwischen Mensch und Gott, also in dem Fall zwischen mir, Eckhart Hase, und dem Allmächtigen steht, die durch eigene Sünde entstanden ist, erstmal diese Kluft wieder zu überwinden durch den Glauben an Jesus. Das ist, meine ich, ein Hauptsinn des Lebens überhaupt, diesen großen Graben
wieder zu überwinden. Und seitdem ich das getan habe, weiß ich natürlich, okay, Jesus Christus ist im Grunde der Sinn meines Lebens. Herzlichen Dank, Eckhard Hase, dass Sie bei uns im Studio waren und über sich erzählt haben. Ja. Liebe Zuschauer, vielleicht haben Sie noch Fragen zu dieser Sendung. Dann können Sie uns jetzt gerne anrufen unter der eingeblendeten Telefonnummer oder uns eine E-Mail schicken an tv@erf.de. Hier können Sie auch Infomaterial zur Sendung anfordern. Weitere Informationen zu Hof mit Himmel finden Sie im Internet auf unserer Homepage auf www.hofmithimmel.de. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Tschüss und auf Wiedersehen. In Anstrengungen verändert sich nämlich nichts, weder in der Welt noch in seinem persönlichen Leben. Die Sinnfragen bleiben offen. Enttäuschung und Resignation machen sich breit. Dann kommt es Schlag auf Schlag. Seine Freundin bricht die Beziehung ab. Dann wird Eckhard Hase auch noch arbeitslos. Nun fühlt er sich vollkommen nutzlos. Er zieht sich zurück, will mit niemandem mehr etwas zu tun haben. Eines Abends schluckt er esoterische Drogen und löst damit einen Albtraum aus. Wie in einem Sog wird Eckhard Hase in die Tiefe gezogen. Schließlich glaubt er, die Hölle zu sehen und denkt, jetzt muss ich sterben. Das sind ja ziemlich diffuse Bilder, die wir da gerade gesehen haben. Erzählen Sie mal, was haben Sie bei diesem Horrortrip erlebt? Was war da? Ja, also diese ganze Lichtarbeit, die ich ja gemacht habe, die hat zu nichts geführt. Also die ganzen Sinnfragen, die ich auch dachte, dadurch lösen zu können, die ganze Weltverbesserung ist vollkommen in die Hose gegangen. Also es hat sich gar nichts verändert. Mhm. Im Gegenteil ist alles noch schlechter geworden. Mir selber ging es schlechter, Depressionen gesellten sich dazu, Selbstmordgedanken und so weiter. Es machte einfach keinen Sinn mehr. Es war so ein innerer Widerspruch, der mich dann fast zerrissen hätte. Und dann, das klang ja an, habe ich dann doch einmal versucht, mich völlig abzukapseln von der Umwelt. Habe, wie gesagt, mich abgeschottet in der eigenen Wohnung und wollte dann erstmal von meiner Umgebung nichts mehr wissen. Trotzdem blieb ich komischerweise Anhänger dieser Lichtarbeit. Das ist das Eigenartige. Man erkennt zwar, es führt ins Nichts, es ist ein Widerspruch in sich, aber trotzdem glaubt man doch noch an die Sachen. Man versucht, irgendwelche Erklärungen zu finden. Aber Sie haben ja dann diese Droge genommen und waren dann auf einem völlig verwirrten Trip. Diese Bilder haben das ja so angedeutet. Was haben Sie da erlebt? Also da kam ja auch drin vor, Sie hatten Angst zu sterben. Warum haben Sie Angst zu sterben? Ja, ich wollte mir noch eine Chance geben. Ich habe diese pflanzlichen Substanzen einmal genommen, die auch schamanische Priester nehmen und dachte, okay, das will ich noch einmal wagen. Das hat dann wirklich fast in die Katastrophe geführt, weil das auch dazu geführt hat, dass mir diese innere Zerrissenheit spiegelbildlich vollkommen bewusst wurde in dem Moment. Also dieser ganze Schlamm, diese Sünden auch, dieser okkulte Morast, das schlug plötzlich brachial alles in mir ein, in einem Moment, diese ganzen Selbstmordgedanken, die Depressionen. Es war sozusagen der ganze blanke Horror in einem Punkt konzentriert. In wenigen Stunden spielte sich das ab. Mhm. Ja, und das hat natürlich dazu geführt, dass ich dachte, okay, jetzt muss ich sterben. Mhm. Das dachte ich wirklich. Also es war dann so schlimm. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist ja, Sie waren ja erfolgreich als Lichtmeister in Ihren esoterischen Kreisen. Wieso kamen Sie denn dann trotz? Betrieben, das macht man so, indem man sich dieses Licht visualisiert beispielsweise, also es sich im Geiste vorstellt und dann zum Beispiel an andere Menschen schickt, um sie zu heilen oder auch auf eine höhere Bewusstseinsebene zu führen. Mhm. Oder wir saßen auf dem Kreis, haben dieses Licht eben reihum geschickt, wie gesagt, alles im geistigen Bereich. Wir haben es an Menschen geschickt. Später, als ich noch tiefer in die Materie steckte, habe ich sogar einen Kongress, das klang vorhin kurz an, organisiert für Lichtarbeiter. Mhm. Also ich bin schon ganz schön tief in diese Materie reingekommen. Haben Sie denn normal weitergearbeitet oder lief das irgendwie so nebenher? Ja, zuerst schon. Ja, ich habe meinen ganz normalen Job weitergemacht, ganz materialistisch im EDV-Bereich. Mhm. Später aber habe ich dann diesen Job dann auch verloren. Das hing indirekt durchaus auch damit zusammen. Und ich wollte mich durchaus hauptsächlich dieser geistigen Arbeit als Lichtarbeiter widmen dann. Mhm. Eckhard Hase ist also davon überzeugt, als Lichtmeister die Welt verändern zu können. Dafür setzt er sich ein und das ist wirklich sein hochgestecktes Ziel. Eckhard Hase bleibt seiner Berufung treu und macht unbeirrt weiter. Doch dann stagniert der Prozess. Trotz seiner spirituellen Anstrengungen verändert sich nämlich nichts. Weder in der Welt noch in seinem persönlichen Leben. Die Sinnfragen bleiben offen.
Enttäuschung und Resignation machen sich breit. Dann kommt es Schlag auf Schlag. Seine Freundin bricht die Beziehung ab. Dann wird Eckart Haase auch noch arbeitslos. Nun fühlt er sich vollkommen nutzlos. Er zieht sich zurück, will mit niemandem mehr etwas zu tun haben. Eines Abends schluckt er esoterische Drogen und löst damit einen Albtraum aus. Wie in einem Sog wird Eckart Haase in die Tiefe gezogen. Schließlich glaubt er, die Hölle zu sehen und denkt, jetzt muss ich sterben. Das sind ja ziemlich diffuse Bilder, die wir da gerade gesehen haben. Erzählen Sie mal, was haben Sie bei diesem Horrortrip erlebt? Was war da? Ja, also diese ganze Lichtarbeit, die ich ja gemacht habe, die hat zu nichts geführt. Also die ganzen Sinnfragen, die ich auch dachte, dadurch lösen zu können, die ganze Weltverbesserung ist vollkommen in die Hose gegangen. Also es hat sich gar nichts verändert. Mhm. Im Gegenteil ist alles noch schlechter geworden. Mir selber ging es schlechter. Depressionen gesellten sich dazu, Selbstmordgedanken und so weiter. Es machte einfach keinen Sinn mehr. Es war so ein innerer Widerspruch, der mich dann fast zerrissen hätte. Und dann, das klang ja an, habe ich dann doch einmal versucht, mich völlig abzukapseln von der Umwelt. Habe, wie gesagt, mich abgeschottet in der eigenen Wohnung und wollte dann erstmal von meiner Umgebung nichts mehr wissen. Trotzdem blieb ich komischerweise Anhänger dieser Lichtenergie, bezeichnet für unsere Augen unsichtbare Energie, eben genannt Licht, weil man sie sich so vorstellt als helles, gleißendes Licht, das, wie wir glaubten, so in einer Quelle zur Verfügung steht und mit dem man auch arbeiten kann. Deswegen auch der Name Lichtarbeit. Und mit diesem Licht wollte auch ich arbeiten, dachte, dass ich damit, wie man im Beitrag gesehen hat, irgendwo die Welt verbessern kann, die Menschen, dass man dieses Licht einfach verwenden kann. Und warum Lichtmeister? Was war da jetzt das Besondere? Ja, das war also diese vorgebliche Berufung, die mir dann zuteil wurde, dass man mir, wie auch skizziert bei diesem Medium, sagte, dass ich eben auserwählt sei, so ein hinabgestiegener Meister oder Lichtmeister zu sein, der also eine uralte Seele, der dazu prädestiniert ist, gerade mit diesem Licht zu arbeiten und auch gerade jüngere Seelen darin zu unterweisen, wie man das nun genau macht, ne? Sie zu lehren. Ja, in dem Beitrag wurde erwähnt, dass Sie an so einem Esoterik-Seminar teilgenommen haben. Sie sind aber eigentlich von Hause aus eher so ein rationaler Mensch, der eigentlich so alles auch erklären will. Wie kommt das, dass Sie zu so einem Seminar überhaupt gegangen sind? Ja, also da wundere ich mich heute noch, ehrlich. Also wie das passiert ist, ich habe halt damals auch eine Freundin kennengelernt, die in dem Bereich sehr aktiv war. Irgendwann hat sich das ergeben, dass ich dann auch mal mit auf diese Kurse ging, so wie sie. Und eines Tages war halt auch einer dieser Kurse, wo ich mit dabei war. Und da ging es eben um gerade diese Energie. Kann man sich so... Was ist da passiert bei diesem Seminar? Ja, wir mussten uns also ganz konkret dort eben in einer Reihe in Stühlen hinsetzen und sollten dann, wie für Esoteriker üblich, in dieser Haltung dann diese Energie empfangen. Ja, das war so in dem Fall eine Art Heilenergie. Und ich staunte nicht schlecht, als ich merkte, dass da tatsächlich etwas in den Handflächen kribbelte, also da wirklich so eine Art Energie tatsächlich existiert. Mhm. Ich habe das vorher nicht für möglich gehalten. In dem Moment war mir klar, es gibt sie. Und das hat wohl bei mir, das war wohl so ein Auslöser, so ein Schlüsselerlebnis, das mich dann immer weiter in die Esoterik getrieben hat. Mhm. Bis dahin, dass Sie dann zu einem Medium gegangen sind, erklären Sie uns mal ganz kurz, was ich mir unter so einem Medium vorstellen kann. Ja, ein Medium, das ist, würde ich sagen, ein Vermittler oder eine Vermittlerin, die eben Botschaften aus der sogenannten geistigen Welt zu uns in diese physische, materielle Welt, wie wir sie kennen, transportiert, die eben Durchsagen von sogenannten Geistwesen empfängt, die eben medial veranlagt ist, die diese Botschaften empfangen kann und sie dann ausspricht und hier in diese Welt transportiert. Das ist ein Medium. Und diese Frau, dieses Medium, hat Ihnen gesagt, Sie sind gekommen, um diese Welt zu verändern, um was zu machen. Erzählen Sie mal, was ging in Ihnen vor, als die Ihnen das gesagt hat? Ja, also das war an dem Tag, wo ich dort war, wie ein Lottogewinn. Also ich ging dort als normaler Mensch zu diesem Medium hinein, zwar schon ein bisschen esoterisch vorgebildet, aber es war noch relativ am Anfang. Ja, und aus der Wohnung heraus kam ich dann als hinabgestiegener Meister. Also diese Frau hat tatsächlich dann, man nennt das ja Channeln, also mir eine... Ja, die, mit denen Sie sich sonst beschäftigt hatten, also Engel, Teufel, diese ganzen Stichworte, die auch in dem Beitrag gerade vorkamen. Was ist Ihnen da, absolut. Was ist Ihnen da klar geworden? Ja, also das ist... Wunderbar, dass die Bibel, dass das eigentlich schon alles drinsteht. Mal ein ganz banales Beispiel. Ich dachte ja wirklich, ich würde auch mit dazu beitragen, die Welt zu verbessern, die Menschen zu verbessern.
komisch, im 2. Timotheusbrief las ich dann, die Welt wird eher noch schlechter, die Menschen werden liebloser, egoistischer, den Eltern ungehorsamer, geldgierig, egoistischer. Das steht alles schon im Neuen Testament, also es hat sich alles wortwörtlich erfüllt. Diesen Vers hätte ich damals schon gerne gelesen, als ich noch dachte, ich könnte die Welt verbessern. Dann hätte ich vielleicht gemerkt, oh, Gott sieht die Dinge doch ein bisschen anders und es wird eher noch schlechter und die ganze Lichtarbeit bringt überhaupt nichts, im Gegenteil. Ja, und natürlich auch, dass der Teufel sich als Engel des Lichts verkleidet, das lesen wir ja im 2. Korintherbrief, das hätte ich damals auch schon gerne gewusst, dass tatsächlich dieses Licht, es geht ja hier um Lichtarbeit, Lichtenergie, dass das einfach eine Maskerade auch Satans ist, damit er eben nicht als der bedrohliche Dämonenfürst erscheint, der er ja in Wahrheit ist, das ist sein Trick. Wie schätzen Sie denn heute, wo Sie sich mit der Bibel beschäftigt haben, wie schätzen Sie da die Lichtbewegung ein? Wie sehen Sie das? Ich muss erstmal natürlich Verständnis äußern. Ich war selber in der Szene drin. Ich kann es einfach so keinem verdenken, tatsächlich, wenn er auch irgendwie in diesen Sog gerät. Andererseits muss man absolut extrem davor warnen. Also ich hoffe, dass wir vielleicht da auch ein paar mit dieser Sendung erreichen, die in diesem Bereich noch drinnen sind. Man durchschaut es einfach nicht. Ich muss sagen, man muss sich das auch zugestehen. Viele möchten sich das nicht zugestehen, weil sie vielleicht sich ihrem Ego gekränkt fühlen, dass sie sich so dermaßen geirrt haben, dass sie so dermaßen dem Teufel auf den Leim gegangen sind. Aber es ist besser, sich das doch zuzugestehen, als wirklich wie ich fast bis in die Hölle zu fahren. Sie haben ja an höheres Wesen geglaubt irgendwie und haben auch gesagt, Sie haben Engel angebetet und so. Und was ist denn schlussendlich eigentlich der Unterschied dann zum christlichen Glauben? Ist das nicht wieder irgendwas, wo Sie drauf reinfallen, wenn man das so kritisch sehen würde? Ja, ist eine berechtigte Frage. Also ich fange vielleicht mal mit einer Gemeinsamkeit an. Das Licht, um das es da damals ging, das gibt es ja durchaus auch in der Bibel. Das sagt ja auch Jesus von sich. Ich bin das Licht dieser Welt. Das Licht des Lebens, das gibt es also auch schon dort. Aber da hören die Gemeinsamkeiten schon auf. Der Rest ist vollkommen das Gegenteil. Also davon, das führt eben mitnichten irgendwo hin. Also dieses Rettungsangebot, was Jesus uns gibt, dass es eben tatsächlich der einzige Weg ist zu ihm, das ist in der Esoterik ja völlig anders. Da wird einem ja gepredigt, alle Wege führen letztendlich zu Gott. Es wird alles gut und egal was du tust, ist also eine Erlösung, brauchst du nicht, wenn, dann kannst du dich selber erlösen. Und Gott sagt uns ganz klar, das ist eine Lüge, absolut eine Lüge. Es gibt diesen einen Weg über Jesus, über den Glauben und nur über diesen Weg kann ein Mensch letztendlich erlöst werden. Das ist, glaube ich, doch dieser Hauptunterschied. Jetzt, Sie sagen, dass Jesus Christus das wahre Licht der Welt sei. In der Bibel forscht er nach, was es damit auf sich hat. Er liest von Jesus Christus als dem Sohn Gottes und vom Teufel, seinem Widersacher. Und dass der, auch Satan genannt, sich als Engel tarnt. Als eine Lichtgestalt, von der niemand etwas Böses denken würde. Ein perfektes Täuschungsmanöver. Das war ja jetzt ziemlich viele Stichpunkte. Engel, Satan, Gott, Täuschungsmanöver. Erklären Sie mal, was haben Sie denn damals erkannt? Ja, als ich noch in der Esoterik war. Nee, ich meine jetzt, nachdem Sie dann auf dieser Parkbank wieder aufgewacht waren und dieses wirklich besondere Erlebnis hatten. Was wurde Ihnen da nach und nach klar? Ja, mir wurde eben klar, dass es ein Täuschungsmanöver wurde, dass ich die ganze Zeit belogen wurde, dass ich mich auch selber belogen habe, andere belogen habe, dass dieser ganze Weg in den Untergang führt, dass es ein Lügengerüst von vorne bis hinten ist, dass einfach nichts daran stimmt. Wo haben Sie denn die Infos überhaupt hergenommen? Warum wussten Sie das auf einmal? Naja, es ist so, auf dieser Bank, als ich dann plötzlich doch die Gegenwart des lebendigen Gottes verspürte. Wie haben Sie die gespürt, fragt man sich natürlich, ne? Ja, das war also, ich kann das heute fast noch, also ein echtes Wunder. Also ich war wirklich am tiefsten Punkt meines Lebens, eigentlich tiefer noch als tief und dachte eigentlich, ich bin schon so gut wie tot. Ja, und dann sitze ich dort und plötzlich überkommt mich ein unwahrscheinliches Gefühl von Gnade, von so einer richtigen väterlichen Gnade. Das war diese Gegenwart des lebendigen, persönlichen Gottes. Ich hatte ein ganz anderes Gottesbild, so ein unpersönlicher Gott, eine Energieform. Und plötzlich merke ich, da ist doch jemand, ja, der wie ein Vater, der dich lieb hat, der merkt, was da gerade mit dir abgeht, der dich gerne retten möchte, der dir gnädig sein möchte, konnte diese Gnade auch in dem Moment richtig mit Händen fassen fast. Das ist derselbe Horror, der vor sich abspielte, spielte sich nun ganz auf der anderen, auf der wahrhaftigen Ebene durch Gott ab. In dem Moment wusste ich, das ist tatsächlich Gott und es gibt ihn wirklich.
Und das hat natürlich dann meinem Leben die entscheidende Trendwende gegeben, sonst säße ich jetzt heute nicht hier. Mhm. Sind dann nach Hause gegangen, haben wir in dem Beitrag gesehen, haben dann so ein Buch gefunden. Was stand denn da in diesem Buch drin, was Ihnen genau in diesem Moment so geholfen hat? Ja, war es also eine irre Geschichte. Dann tatsächlich das mit dem Buch, dass da dann plötzlich das schon ein halbes Jahr in meiner Küche rumlag. An dem Tag öffnete ich es ja dann doch einmal und merkte, das ist ja der Hammer. Da berichtet ja eine Frau, der ging es auch so wie ich, die war auch in okkulten Dingen verstrickt. Und kam dann auch durch eine Gottesbegegnung zum Glauben an Jesus Christus. Und sie hat dann eben auch dort berichtet, wie sie es gemacht hat anlässlich ihrer Bekehrung. Bekehrung? Was bedeutet das? Ja, dass ich dachte, okay, jetzt muss ich sterben. Mhm. Das dachte ich wirklich. Also es war dann so schlimm. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist ja, Sie waren ja erfolgreich als Lichtmeister in Ihren esoterischen Kreisen. Wieso kamen Sie denn dann trotzdem in so eine Depression, in diese Auswegslosigkeit? Ja, ich war erfolgreich, habe einen sehr erfolgreichen Kongress initiiert, diesen Lichtkongress mit einigen hundert Teilnehmern. Wurde anerkannt, war auch relativ bekannt so in dieser Szene. Aber das waren eben diese reinen Äußerlichkeiten. Das ist eben das, was in der Esoterik so oft passiert, diese ganze Effekthascherei. Nach außen hin klappt alles oder scheint alles zu klappen, aber nach innen wird man immer depressiver, immer leerer. Es wird immer alles dunkler und schlimmer. Mhm. Und das verkraftet man auf Dauer nicht als Mensch. Also irgendwann kommt dann ein Punkt, wie das, was mir dann passiert ist, wo du denkst, also jetzt gehst du vor die Hunde. Ja. Eckhard Haase weiß also nicht weiter und nimmt Drogen. Sie haben es gehört, aber dieser Horrortrip, den er da erlebt hat, endete nicht mit dem Tod, sonst wäre er heute nicht hier, sondern mit einer wirklich ganz erstaunlichen Begegnung. Am nächsten Tag findet er sich im Stadtpark wieder. Er ist überzeugt davon, dass es Gott war, der ihn vor dem Tod bewahrt hat. Wieder zu Hause entdeckt er ein längst vergessenes Buch. Darin heißt es, dass Jesus Christus das wahre Licht der Welt sei. In der Bibel forscht er nach, was es damit auf sich hat. Er liest von Jesus Christus als dem Sohn Gottes und vom Teufel, seinem Widersacher. Und dass der, auch Satan genannt, sich als Engel tarnt. Als eine Lichtgestalt, von der niemand etwas Böses denken würde. Ein perfektes Täuschungsmanöver. Das war ja jetzt ziemlich viele Stichpunkte. Engel, Satan, Gott, Täuschungsmanöver. Erklären Sie mal, was haben Sie denn damals erkannt? Ja, als ich noch in der Esoterik war. Nee, ich meine jetzt, nachdem Sie dann auf dieser Parkbank wieder aufgewacht waren und dieses wirklich besondere Erlebnis hatte, was wurde Ihnen dann nach und nach klar? Ja, mir wurde eben klar, dass es ein Täuschungsmanöver wurde, dass ich die ganze Zeit belogen wurde, dass ich mich auch selber belogen habe, andere belogen habe, dass dieser ganze Weg in den Untergang führt, dass es ein Lügengerüst von vorne bis hinten ist, dass einfach nichts daran stimmt. Wo haben Sie denn die Infos überhaupt hergenommen? Warum wussten Sie das auf einmal? Naja, es ist so, auf dieser Bank, als ich dann plötzlich doch die Gegenwart des lebendigen Gottes verspürte. Wie haben Sie die gespürt, fragt man sich natürlich, ne? Ja, das war also, ich kann das heute fast noch, also ein echtes Wunder. Also ich war wirklich am tiefsten Punkt meines Lebens, eigentlich tiefer noch als tief und dachte eigentlich, ich bin schon so gut wie tot.